So, Peace, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, der Paketbote war gerade bei mir und hat mir ein Päckchen gebracht. Und dann habe ich kurzerhand mich entschlossen, es mit euch zusammen aufzumachen. Ich glaube, viele von euch können sich schon vorstellen, was es ist. Also bei mir ist ja eigentlich gefühlt zu 99% immer ein Sneaker, wenn ich hier so Geschichten treibe, einen auf geheimnisvoll mache und so. Ich habe mir auf jeden Fall etwas Zeit gelassen mit der Entscheidung, ob ich mir den Schuh holen möchte oder nicht. Und habe natürlich dann gleich ein paar Fitpics gesehen, ein paar Nahaufnahmen von den Schuhen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich wollte ihn ja sowieso schon holen. Aber ich war mir dann doch nicht ganz so sicher, weil ich gedacht habe, okay, ist vielleicht auch gerade nur der Hype. Aber ich bin auf jeden Fall hyped. Ja? Deswegen muss das Ding auf jeden Fall her. Und deswegen wünsche ich euch nach einem kurzen Schluck viel Spaß mit dem Video. So, ich will euch eigentlich gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich packe das Ding mal ganz kurz aus. Also hier schon mal das Paket, also das Riesenpaket im Endeffekt. Also ich glaube, so ein großes Paket von Nike hatte ich noch nie. Und hier ist das Paket. Ich glaube, hier können sich schon einige denken, was es sein kann für ein Schuh. Und zwar ist es, glaube ich, können viele auch erkennen, der Jordan 4 in der Kollabo mit Off-White. Was soll ich dazu sagen? Ich habe es natürlich wahrscheinlich, wir alle auch, versucht bei der Nike Sneakers App, wo war ich überall, so SNS, Beastin, Soulbox, was es da auch alles gibt. Und wie immer hat es natürlich nur L's gehagelt. Ich habe mich auf jeden Fall auch schon auf den Resale eingestellt. Habe eigentlich gewusst, dass er nicht gleich durch die Decke geht, weil ich glaube, Virgil Abloh hat ja, glaube davor oder auch danach, ich weiß gar nicht mehr genau, angekündigt, dass noch eine Man-Size-Run dazu rauskommen wird. Und deswegen hat sich der Preis so ein bisschen bei meiner Size zwischen 800 und 950 Euro eingependelt. Und ja, ich konnte auf jeden Fall einen ganz guten Deal machen. Ich habe jetzt für den 800 Euro All-In gezahlt. Ja, ist immer noch völlig geisteskrank für einen Schuh, wenn man ehrlich ist. Aber ja, ich muss ihn unbedingt haben. Und ich weiß, dass er auch in der nächsten Zeit sowieso steigen wird, sobald dann die Man-Size-Reihe rausgekommen ist. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Schuh. Ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die ganzen Details bei den Laces, dass hier das typische Off-White-Zeichen da steht, das Schuh-Laces steht da meistens immer drauf, genau. Dass ihr dieses Muster noch hier drin habt, ist auch das typische Off-White-Ding. Dann hier unten dieses R. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, weil es so ein bisschen, ja, das Cleane von dem ganzen Schuh wegmacht. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel abdecken würde, würde ich es eigentlich noch besser finden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist einfach Geschmackssache, weil auch daran erkennt man natürlich dann auch, dass es von Off-White ist und nicht einfach ein ganz normaler Jordan 4, in Anführungszeichen. Dann habt ihr unten, was ich ganz gut gelungen finde, was eigentlich nicht relevant ist, weil ihr lauft ja so die ganze Zeit auf der Untersohle. Hier diese Mintfarben, die hier nochmal aufgegriffen wurden, finde ich eigentlich ganz nice. Und auch wie beim Jordan 5 habt ihr unten dieses Unterlayering. Das finde ich auch ganz cool, dass man hier das Jordan 5 sieht, aber es noch verdeckt sozusagen. Dass es nicht ganz so schwarz ist, finde ich auf jeden Fall mega. Ansonsten, wie gesagt, dieses Creme gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist mal wirklich was Neues, weil normalerweise tut man ja immer nur Cream Laces in die Schuhe rein. Und jetzt habt ihr einen kompletten Schuh, der aus Cream ist. Und hier habt ihr natürlich auch noch in der Box dazu drei verschiedene Laces. Einmal die schwarzen, einmal so mintfarbene und einmal so weiße. Und hier werde ich eigentlich, weil ich habe letztens habe ich mit einem Kollegen ein bisschen rumgeschrieben und der hat mir ein Foto geschickt, beziehungsweise auch ein paar Videos, von dem Schuh mit weißen Laces und ich fand die Kombination auf jeden Fall eigentlich sehr, sehr gut, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Kontrast mit dem weißen hier unten und mit den weißen Laces hier oben auf jeden Fall sehr gut kommen wird, weil ich finde eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen zu cremig, auch wenn man das so sagen kann, weil überall hier Cream Laces, ist hier alles so aus Cremefarben sozusagen, nur hier unten ein bisschen diese Applikation aus Weiß, da werde ich wahrscheinlich die Weißen einfach reinmachen und dann wird es, denke ich mal, hoffentlich mehr ballern. Aber wie gesagt, die Fitpics haben mich auf jeden Fall überzeugt, da die Weißen erstmal auszuprobieren. Mit den anderen zwei, das wird nicht passieren. Also diese Mintfarben, den kann ich mir nicht vorstellen. Und auch die Schwarzen sind maximal lost. Bei Cremefarben, das ist nichts für mich. Das machen wir gleich mal wieder in die Tonne. Auf jeden Fall halt die Weißen würde ich euch auch raten. Wie gesagt, was heißt, ich würde es euch raten. Ich muss es auch erstmal ausprobieren. Aber so, wie gesagt, wie ich es aus den Fitpics gesehen habe, sahen die Weißen für mich wirklich am besten aus. Und ansonsten, von der Verarbeitung her hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, weil ich habe bei einigen gesehen, dass hier vom Material her, weil das so eine Art Wildleder oder ich weiß gar nicht, wie man es jetzt genau nennt, das ist schon sehr anfällig für Schmutz. Da muss man auch ein bisschen gucken, ob man das Ganze imprägniert, um da ein bisschen da entgegenzuwirken. Weil ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, wenn hier so ein bisschen Schmutz dran kommt, dann habt ihr echt verloren. Das kriegt man wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer raus. Da muss man schon den einen oder anderen Trick kennen, um seine Schuhe wieder sauber zu bekommen. Ansonsten habe ich echt Glück gehabt. Da war, wie gesagt, bei einigen, was die Produktion angeht, waren bei einigen Fehler drin, gerade hier bei den Kleberresten, hier unter diesem Plastikding hier, waren bei vier Klebereste dann allgemein
was bei einigen nicht gut verarbeitet. Manche hatten hier vorne auch schon Dellen drin, auch ganz, ganz schlimm. Also da würde ich auch ausrasten, weil so eine Delle kriegst du einfach nicht mehr raus. Da kannst du machen, was du willst. Ich meine, wenn es dreckig wird, kannst du es zumindest noch versuchen, aber bei so einer Delle ist vorbei. Und ansonsten, was gibt es noch? Wie gesagt, hier hinten wieder das typische Air Jordan im Upside Down. Bei dem Schuh würde ich euch auch raten, vielleicht eine halbe Size hochzugehen. Also bei meinem Metallic Red war es nicht so. Der hat mir eigentlich in 42,5 ganz gut gepasst. Aber auch da habe ich gemerkt, dass vielleicht so eine halbe Size hoch vielleicht besser passen würde, weil ihr habt einfach hier dieses Hartgummi und der Zeh da, das ist vorbei. Deswegen ein bisschen größer vielleicht kaufen, wird vielleicht da etwas helfen, habe ich jetzt auch gemacht. Und ich denke mal, oder ich hoffe zumindest, dass er mir da auch gut passen wird, was das Ganze angeht. Ja, und zu guter Letzt natürlich wird die Frage, lässt man das hier dran oder nicht? Also das werde ich auf jeden Fall abmachen, weil das ist hier, ja, das wäre unnötig, weil das stört auch das Grauens, weil es auch sogar relativ schwer ist, das Ganze. Aber das Ding hier lasse ich auf jeden Fall dran, dieses Plastikteil. Das habe ich bei meinem Jordan 5 Off-White auch gemacht. Mich stört es eigentlich auch nicht. Ich finde es eigentlich auch von der Ästhetik ganz cool, weil bei mir sieht man es sowieso nicht, weil ich leere die Hose sowieso über diese Schuhe und dann klemme ich das einfach hier so nach oben und dann sieht man sowieso nicht. Und ihr habt einfach dieses, ja, irgendwie hat es halt schon seinen Nutzen, wenn man das so dran macht. Das ist halt so ein Off-White-Ding. Aber ich lasse es halt auf jeden Fall einfach dran, weil mich stört es, wie gesagt, nicht. Und abschließend natürlich auch die wichtigste Frage. Ist es für mich der Schuh des Jahres 2020? Kann man, denke ich, so noch nicht sagen, weil wir haben erst August. Also es kann natürlich noch einiges passieren. Ja, viele haben, glaube ich, auch letztes Jahr den Fehler gemacht, dass sie zum Beispiel den Jordan 1 in der Kollabo mit Travis Scott so hoch gepriesen haben und gesagt, safe, der Schuh des Jahres. Und es war auch relativ am Anfang des Jahres, soweit ich mich erinnern kann. Und ein paar Monate später kam dann der Sacai. Und da war man sich natürlich wieder unschlüssig, weil Sacai, neue Silhouette, ist mal was Neues, dieses ganze Double-Ding und so. Und da gab es diese Streitigkeiten. Deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht sogar noch ein Schuh rauskommen könnte, der diesen Schuh Konkurrenz machen könnte. Also jetzt habe ich einmal zweimal könnte gesagt, ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es bisher für mich auf jeden Fall der Schuh des Jahres ist. Klar, das Jahr ist so ein bisschen das Jahr der Dunks, um ganz ehrlich zu sein. Also wie gesagt, diese ganzen Kentucky, das Syracuse, falls ich es richtig ausgesprochen habe. Dann noch der Dunk in der Kollabo mit Travis Scott kam ja noch raus. Dann noch der Ben & Jerry. Dann hatten wir auch noch den Jordan 1 in der Kollabo mit Dior. Aber ich finde trotzdem, das sind so, das sind keine Schuhe, die, glaube ich, an diesen Schuh hier rankommen, weil es einfach von der Silhouette her gab es den Vierer bis jetzt ja nur diesen Metallic Pack und in dem hier. Und dieses Sale ist ja natürlich genau der Zahn der Zeit. Das ist so, glaube ich, schon fast am Höhepunkt von diesem ganzen Cream-Ding, weil irgendwann muss es ja wieder ein bisschen bergab gehen und die Leute haben es dann irgendwann dran satt gesehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich den Peak erreicht, wo man sagen kann, das Ding ist wirklich gerade so das krasseste Ding, was man sich kaufen kann. Ob ich euch raten würde, das Teil zu stocken oder zu tragen, ich werde es auf jeden Fall tragen, weil ich genau weiß, dass der wahrscheinlich in einem halben Jahr, ja, auf jeden Fall über 1K kosten wird, sagen wir mal so 1,3, 1,4 rum. Und wenn ich ein bisschen auf den Schuh aufpasse und ihn ein paar Mal rocke, dann werde ich ihn für denselben Preis wieder weiterverkaufen können. Deswegen macht es für mich eigentlich keinen Sinn, das Ding jetzt einfach nur zu stocken, um ein bisschen Gewinn rauszuholen. Weil ich finde eigentlich, und ich glaube, da geben wir auch der Mehrzahl recht, wenn man es jetzt mal so hört, dass Schuhe dafür da sind, um sie zu tragen. Okay? Und nicht sie irgendwo wegzusperren in der Kiste oder wie auch immer, um sie da einfach nur stehen zu haben. Für mich, wie gesagt, war es keine schwere Entscheidung, den Schuh zu holen, weil ich habe einfach viele Hosen, die zu dem Schuh passen. Und deswegen, dieses Cost-per-Wear-Ding ist bei mir auf jeden Fall da. Deswegen muss dieses Ding her. Jetzt seid natürlich ihr gefragt, seid ihr auch der Meinung, dass es wirklich der Schuh des Jahres ist? Oder sagt ihr, ey, Digga, wie gesagt, der Hype ist einfach nur da, aber der geht irgendwann weg. Und das ist das Ding auch nur noch Schmutz, in Anführungszeichen. Ist gerade ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Schreibt es mir wirklich gerne unten in die Kommentare. Und ja, wie immer, abschließend habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.